Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Herzlich willkommen zu diesem Podcast von Upgrade Yourself. Und ich bin so glücklich, heute habe ich eine ganz tolle Frau bei mir hier im Gespräch. Hallo, liebe Birgit. Hallo, lieber Anouk. Ich danke dir, dass ich heute hier sein darf. So, ich habe eine kleine Introduction vorbereitet. Darf ich die zum Besten geben? Na klar. Und ich habe echt überlegt, aber so viel Zeit habe ich gar nicht, um alles zu erzählen, was du so Tolles machst und auch schon gemacht hast. Aber vielleicht um kurz zu starten, für die, die uns zuhören, Birgit und ich, wir kennen uns schon seit 20 Jahren, da haben wir uns kennengelernt, als damals weg.de, für die, die es noch kennen, zu einer Kundenreise nach Mallorca eingeladen haben. Und ich weiß noch, was ich dachte, nämlich, wow, was ist das für eine coole Socke? Ja, und so habe ich sie in den letzten Jahren digital weiterverfolgt. Damals hatte sie ihr eigenes Unternehmen, Chocolate Blue, einen Brand to Media und Marketing- und Kommunikationsberatung. Und nachdem sie diese in die CMF Advertising GmbH einbrachte und eine Zeit lang dort war, wechselte sie dann aber zur Click Concept GmbH, bei der sie für Business Development und den Business sowie Growth und Influencer Marketing zuständig war. Auch hat sie ihr Können bei CreditShelf unter Beweis gestellt, dem Gestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung, und bei TraxPay, wo sie unter anderem den Aufbau einer hochkarätigen Finance Community rund um die Marke sowie die PR-Aktivitäten realisierte. Und noch viel, viel mehr, und darüber könnte ich noch viel länger berichten. Aber was sie auch gemacht hat, sie baute eine geniale Influencer-Circle auf und betätigt sich zudem als Beirätin unter anderem bei der ABG Marketing und als Mentorin an der Hochschule Fresenius. Seit kurzem ist sie jetzt CMO bei der BB Beteiligungsbörse Deutschland aktiv. Darüber werden wir bestimmt gleich sprechen. Und eins ist ganz klar: Kooperation und Netzwerken liegt in ihrer DNA. Sie ist ein wahrer Matchmaker, eine Macherin mit Herz. Drei ihrer Hashtags sind Unternehmertum stärken, Hashtag Corporate Influencer und Hashtag Diversity. Liebe Birgit Haas, herzlich willkommen nochmal offiziell zu diesem Podcast. Und ja, vielleicht starte ich direkt mal mit der Frage, woher kommt dein Faible für Marken, Branding und Kooperationen? Ja, also ich denke, das wurde mir wahrscheinlich einfach so ins Blut gelegt irgendwo. Also ich liebe einfach Marketing und Kommunikation und mache das ja auch schon viele Jahre lang. Und deswegen ist Arbeiten für mich auch nicht Arbeiten, sondern Leidenschaft. Mhm. Und ja, ich glaube, deswegen bin ich auch so ein kleiner Workaholic und mache das einfach wahnsinnig gerne. Und Kooperationen sind auch irgendwo in meiner DNA verankert oder Netzwerken. So habe ich eben damals mit Lars Hinrichs von Xing schon ja mit der allerersten Minute eigentlich Xing mitbespielt und dann später natürlich auch LinkedIn, und Social Media macht mir wahnsinnig viel Spaß, ne? Also im B2B-Bereich, und weil es natürlich auch mit Networking zusammenhängt, und als ehemalige Unternehmerin, die sowohl eine Werbeagentur, eine Beratung, eine Merchandise-Firma, eine Modelagentur und eine Privatdetektei hatte, ja, kann ich einfach nur sagen, dass es wichtig ist, in Deutschland Unternehmertum zu fördern, und dass ich jeden Unternehmer da draußen sehr schätze und auch deswegen supporten möchte und deswegen die Mission eben auch habe, den deutschen Mittelstand und die Wachstumsunternehmen und die Startups zu fördern, und ich eben jetzt da ganz gut angekommen bin mit meiner Kombination im Marketing und in der Kommunikation und im Personal Branding, Social Media,
in einem Finanzinstitut oder einem Fintech, das eben auch Unternehmertum fördert und Investitionen in den deutschen Mittelstand unterstützt, Eigenkapital verfügbar macht. Und ja, das ist so, würde ich sagen, zusammengefasst ein bisschen mein Leben. Da kommt genau. Ja alles zusammen, Birgit. Also zum einen, dass du eben Selbsterfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen hast und dadurch wahrscheinlich auch die Sprache sprichst, oder? Der Leute, die du ansprechen möchtest. Ja, also ich habe ja nach meinem BWL-Studium sozusagen dann auch erstmal meine Laufbahn in den Medien und in der Agenturwelt gemacht. Das heißt, ich spreche auf jeden Fall die Sprache der Medienpartner im Bereich Marketing und Kommunikation und natürlich auch der Agenturen. Dann, wie gesagt, bin ich jetzt im dritten Fintech. Ich spreche die Sprache der Fintechs. Ich verstehe die Zielgruppe der Banken und als ehemaliger Unternehmer bin ich Unternehmerin und verstehe die Unternehmer da draußen, auch wenn die vielleicht mal keine Ahnung von Finanzen haben, weil nicht jeder Unternehmer muss auch das Finanzgehen ins Blut gelegt bekommen haben. Der ist nämlich darauf spezialisiert, ja, das zu tun, was er eben am besten kann. Und damit hat er ja sein Unternehmen gegründet. Und das ist im Zweifel ja kein Finanzunternehmen. Und deswegen ist es vielleicht manchmal ganz gut, dass ich versuche, alles auch immer mal ein bisschen einfacher darzustellen, dass es auch jeder Unternehmer versteht. Ne? Und das ist ja oft schwierig, oder wenn man was ganz einfach darstellen will. Ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Also es darf nicht zu einfach sein, damit die Kompetenz aus der Finanzwelt nicht abstreitig gemacht wird. Ne? Aber es soll ja auch einfach genug sein, dass es auch jeder versteht. Vielleicht, weil wir ganz kurz mal auf dieses Unternehmertum eingehen. Hattest du auch so ein Unternehmerleben schon von Anfang an? Also bist du groß geworden in der Unternehmerfamilie oder hast du selbst einfach irgendwas gestartet, um gut dazu gehören? Also ja, also mein Vater war Geschäftsführer von einer Bademodenfirma, kein Unternehmer an sich. Aber ich habe zum Beispiel, ich war schon Schulsprecher in der Schule und habe ganz tolle Schuldiskos veranstaltet, wo wir 3000 Mark eingenommen haben und dann konnte ich von dem Budget irgendwelche Schüler mit Verantwortungsausflüge finanzieren. Also das hat mir einfach schon immer sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Und deswegen habe ich dann auch schon mit einem zarten Alter von 20 eine Modelagentur gegründet. Und so ging das dann eben weiter. Ne? Also ich versuche das nicht. Wie cool ist das? Und wie bist du auf die Modelagentur gekommen? Was hat dich da getriggert? Naja, ich habe selber, war ich als Fotomodell aktiv. Ich glaube, es doch einer. Mit 13 wurde ich auf der Straße angesprochen, Modenschauen zu laufen und dann habe ich halt nebenbei Modenschauen gemacht und Fotos und war dann auch als Model in München und in Griechenland und in London und in Paris und habe sozusagen international gemodelt und habe dann aber irgendwann entschieden, lieber eine Weltreise zu machen und mir die Welt anzugucken und auszuwandern. Und bin einmal um die Welt mit einer Fotografin, um dann eben in Sydney, wo ich gerne geblieben wäre, zu entscheiden, dass ich doch gerne nochmal BWL studieren will, damit ich wieder nach Sydney zurückkommen kann oder wohin auch immer. Und so habe ich dann BWL studiert. Und da hatte ich dann natürlich in Bayreuth an der Uni viele Leute, die mich auch noch angerufen hatten aus dem Bereich Modeling. Und dann dachte ich, ich habe da das Marktnischenkonzept gehört bei Herrn Heimo Böhler und habe dann gedacht, ach ja, dann kann ich doch mal eine Modelagentur gründen. Ne, hier gibt es noch keine. Und so habe ich ganz viele, also Models, die ich noch so professionelle Models waren noch bei mir unter Vertrag, aber auch die Bayreuth-Models, also die Studenten. Und so habe ich vielen Studenten eigentlich ihr Studium finanziert. Wahnsinn. Also wirklich, das zieht sich ja bei dir durch, dass du immer wieder mit Mut auch neue Sachen einfach startest, oder? So habe ich das Gefühl. Wenn ich das so sicher. Ja, ich war schon sehr mutig. Also das muss ich auch sagen, so die Weltreise zu machen und ne, dann mal hier 3 Monate Athen, 6 Monate Madrid, 6 Monate London, 3 Monate Paris zu leben und da immer wieder in einem neuen Land mit meinem Modeln hinzugehen. Und dann eben, das muss ich auch sagen, dass ich sehr mutig war, auch im Gründen. Ne? Mhm. Ja, doch, also Mut hat braucht man, glaube ich, auch im Unternehmertum, denn das ist ja auch immer ein Risiko, ne? Absolut.
ist ja eine Sicherheit, die man hat. Und du hast dann aber irgendwann auch dazu entschlossen, also ich sage jetzt mal in dem Finanzbereich, dich natürlich weiter unter unterschiedlichsten Facetten heraus dich zu positionieren und zu tun und zu machen. Was hat dich da angesprochen, um dann vielleicht andere, da vielleicht auch beruflich zu sein, Erfolggebiet? Wenn man in Frankfurt wohnt, und da wohne ich jetzt seit 13 Jahren, dann ist Finance schon sehr sexy. Und, kann man vielleicht in anderen Regionen in Deutschland so gar nicht nachvollziehen, aber in unserem Manhattan, ne, ist es einfach eine tolle Welt. Und die bringe ich auch super gerne mit meinem Finfluencer-Zirkel zusammen. Also die Influencer, die ich immer schon gerne mochte, ne? Also die Meinungsführer, die Netzwerker, die so meiner DNA entsprechen, mit der Finanzcommunity, da mit den Banken, mit den Fintechs und eben mit den Beratern, Partnern, Anwälten, Kanzleien da draußen, ne? Also so die Finanzwelt und die Influencer-Welt. Und schaue, dass wir da gemeinsam mehr erreichen. Mit meiner Agentur damals hatte ich alle großen Kinofilmverleiher als Kunden, unter anderem, ne? Warner, Sony, Studiokanal, wie sie alle heißen, Konstantin Film. Ich habe über 700 Filme promotet und ich habe auf jeder Kinopremiere getanzt. Und das fand ich in der Finanzwelt auch immer ein bisschen unspannend. Die Events, die waren immer so dröge und auch so männerdominiert. Und da habe ich gedacht, nee, ich mache das ein bisschen anders. Und vor allem darf auch alle, die haben auch alle immer was Eintritt gekostet, oft und so. Und da dachte ich, nee, bei uns muss das schon alles ein cooles Event sein, mit coolen Leuten, auch ein bisschen gut durchgemischt, viele Frauen und schöne Gespräche, gutes Netzwerken, nicht zu lange Redeanteile. Und so machen wir das jetzt schon zum 5. Mal. Und der Finfluencer-Zirkel verselbstständigt sich auch ein bisschen. Also da meine Firma, in der ich jetzt als Chief Marketing Officer arbeite, auch in Hamburg sitzt und ich nur remote sozusagen hier in Frankfurt bleibe und den Standort spiele, werde ich natürlich auch nach Hamburg gehen mit dem Finfluencer-Zirkel. Also er geht jetzt von Frankfurt auch nach Hamburg und da haben wir auch eine Börse. Und wer weiß, was noch so alles passiert. Es ist jedenfalls ein spannender Zirkel. Und das Wort Finfluencer hatte ich damals auch erfunden und das hat sich auch schon komplett durchgesetzt. Das ist wirklich ganz lustig. Was ist das so, Finfluencer? Wo sagst du, was macht die aus? Finfluencer, die kommen eben aus der Finanzbranche und sie sind Influencer. Also sie sind ein Influencer. Wer sind denn Influencer in der Finanzbranche? Wenn man jetzt Marketingleiter in der Finanzbranche ist, dann gibt's ja nicht den typischen Influencer, ne, der auf TikTok ist und so viel Follower hat. Influencer sind für mich Menschen, die eben ein gutes Netzwerk haben und eine Reichweite und die man eben hört. Ne? Das können eben deswegen einfach auch wichtige Menschen in Führungspositionen sein, die eine gewisse Reichweite haben in der Finanzindustrie, oder eben auch Verbandschefs, Journalisten, ganz wichtig. Ne? Also alle, die irgendwo in der Community eben unterwegs sind. Die was zu sagen haben, die was bewegen. Und du sagst gerade eben, das Thema Diversity ist ja einer deiner Hashtags auch, ne? Und das Thema eben Frauenanteil. Wie ist das in dem Bereich? Ja, das hat mich immer sehr gestört, muss ich sagen. Ich meine, ich war beim deutschen Sportfernsehen, da haben wir uns kennengelernt. Ne? Mhm. Ich war bei der Bellevue in der Immobilienbranche. Ne? Das war auch sehr männerlastig. Und dann komme ich in die Finanzbranche und die ist, wenn es sein muss, noch schlimmer. Ne? Also das hat mich schon ziemlich geärgert immer, dass man Frauen in Führungspositionen so schwer eben nach oben kam und so eine, ja, dass dann doch die Jungs da oben ihr Spiel immer gespielt haben. Und deswegen kämpfe ich da von Anfang an für Frauen in Führungspositionen und dass Frauen auch auf die Panels kommen oder auch Frauen in die Aufsichtsräte. Deswegen bin ich auch in der FIDA, ich bin beim Panda im Netzwerk. Ich habe eine Tochter, die ist 14. Ich möchte, dass sie es später einfacher hat. Ich möchte, dass wir in den Männerzirkels da oben mitspielen können. Ich bin meinem Chef Matthias Wittenburg und meinem Chef Holger Kruse sehr dankbar, dass sie mich mit in ihr Management-Team aufgenommen haben und mich da als ebenbürtige Partnerin auch sehen und sich freuen, dass ich da divers ihr Team ergänze als Frau. Und ich finde es auch wichtig, weil ich einfach denke, dass diverse Teams nur
nur diverse Teams gut funktionieren, weil wir sind einfach divers, ne? Und Frauen bringen auch einfach mehr Empathie mit und ein bisschen mehr das Kümmergehen, das Care-Gehen, was wir in Zeiten der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung doch und des Homeoffice und des Remote-Works und des New-Works einfach auch brauchen und einfach mal einen anderen Ansatz. Die hören einfach oft mehr ins Herz. Natürlich gibt es auch Männer, die das können, aber viele Männer müssen da auch noch ein bisschen nachholen und deswegen ist man einfach als Team gut. Ne? Was ich genauso Mixed Leadership, ne, ist das, was es meines Erachtens braucht. Aber ist es nicht sexy? Also sind die Branchen nicht sexy oder sind die Positionen nicht interessant für die Frauen in der Branche? Was denkst du, woran liegt das? Naja gut, Finance ist natürlich an sich wahrscheinlich schon ein sehr starker Männerbereich. Also es wird da wahrscheinlich nie möglich sein, dass das mal 50-50 werden wird. Aber nichtsdestotrotz kann man auch zum Beispiel sehr gut hervorheben, weil ich gerade ein Finfluencer-Zirkel-Event mit der Deutschen Bank hatte, mit der Sandra Raudis und mit dem Jürgen Schmidt und dem Alexander Zimmermann. Und wir hatten 80% Frauenquote da und wir hatten 9 super Frauen auf der Bühne, ganz tolle Frauen, die Deutsche Bank in Führungspositionen hat. Also die machen das schon mal vor, Frauen in die Führung zu bringen. Und dafür gibt es, wie gesagt, sogar jetzt auch schon eine Corporate Influencerin, die Sandra Raudis, was ich toll finde. Also ich bin da ganz begeistert. Und so soll es sein. Ne? Also, dass man eben auch guckt, ist da auch jemand auf dem Panel als Frau, ne? Und nicht nur Männer? Oder eben, wenn nur Frauen auf dem Panel sind, ist da auch ein Mann drauf, auch andersrum. Aber dass es halt einfach gemischt ist. Ja, das halte ich auch für ganz wichtig. Ich moderiere Veranstaltungen, gucke ich immer, ob da auch eine gute Balance ist zwischen Männern und Frauen, was die Redner betrifft und Rednerinnen, aber eben auch als Speaker. Wenn da nun, ich sage jetzt mal, Männer sind, dann da denke ich doch oft, wer guckt denn nicht genug? Da gibt es auch genug Frauen, die was zu sagen haben. Ja. Genau, und da achten sie jetzt, denke ich, da achten jetzt schon die coolen Unternehmen und die coolen Eventveranstalter, die achten das schon sehr stark drauf. Ne? Für alle, die noch Payment and Banking zum Beispiel hat ja auch weibliche Chefs und also super. Ne? Ja, die Vorbilder braucht es einfach. Ich finde es auch fantastisch. Und du hast ja jetzt für die, die uns jetzt relativ zeitnah zu, wenn das die Episode rauskommt, hast du noch ein bisschen Film-Finanzierungs-Event. Das mache ich diesmal mit der Baader Bank, mit der Nathalie Richard und mit CMS, mit der Anwaltskanzlei, mit dem Dr. Andreas Zanner zusammen über den Dächern von Frankfurt wieder. Ich gucke immer, dass es eine schöne Location ist, ne? Also, wo man einen schönen Blick hat oder eben eine spannende Location wie das Besucherzentrum der Börse, wo wir erstmalig auch das Event hatten oder eben bei der Deutschen. Jetzt mit Blick auf den Main mal wieder bei CMS. Und die Beteiligungsbörse ist auch dabei. Ja, also cool erstmal, lustig, weil uns ausgesprochen, man arbeitet ja gerade bei der Baader Bank, auch eine Verknüpfung. Aber was ich spannend finde, ist, wer kommt dahin, wen lädst du ein? Wer könnte denn das, was jetzt zuhört, sich anmelden dafür? Ja, also das ist echt abgefahren. Also ich sage schon immer, oh Gott, wenn wir das Event auf LinkedIn stellen, dann ist es innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft, weil wir ja immer auch eine gewisse Anmeldebegrenzung haben bei den Räumen. Und so ist es auch. Ich hatte es letzten Freitag online gestellt und dann waren quasi schon 80 Anmeldungen am ersten Tag so ungefähr. Und es dauert dann höchstens, also diesmal da kann ich 130 Leute auf die Gästeliste setzen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich mal heute mal schauen müssen und die wird sicher voll sein und dann auf ausgebucht stellen. Aber das ist schon phänomenal. Also das hat sich echt, und da die Frauenquote ist da auch wieder über 50%, weil ich natürlich schon tolle Frauen in meinem Netzwerk auch immer zu meinen Events ziehe. Ne? Also es ist auch so, dass zum Beispiel die Corinna Egerer und der Max Hunzinger, die FDF veranstalten, die haben mich auch gefragt, kannst du ein paar Finfluencer mitbringen? Das hat irgendwie 10 Minuten gedauert, da hatte ich meine 20 Tickets voll mit super Frauen und die habe ich dann auch mitgebracht, haben ein bisschen die Frauenquote erhöht. Ne? Also das schaffe ich schon und ich habe da echt treue Fans, die immer kommen und eine super Community. Ich glaube, Community Building ist schon eins von meinen Dingern, was mir auch wahnsinnig Spaß macht. Und
Ja. Wäre ich jetzt nicht Chief Marketing Officer von der Beteiligungsbörse, wäre ich sicherlich auch ein guter Community Builder, Corporate Influencer in einem größeren Finanzkonzern. Das glaube ich dir sofort. Erzähl doch mal, was ist so, also du bist ja Netzwerkerin, was ist so der Reimtipp des Netzwerken, wenn ich dich jetzt frage? Ja, also Netzwerken ist Geben und Nehmen. Ne? Das ist nicht, also das ist ganz wichtig, dass man auch zurückgibt und vielleicht am Anfang sogar viel mehr gibt als nimmt. Ne? Und wenn einer zu dir kommt und ein Problem hat, dann habe ich halt immer eine Lösung. Ne? Also das hatte ich irgendwie schon immer, dass ich irgendwas in der Schublade habe. Oder wenn ich sie nicht gleich habe, dann lege ich sie in meine Schublade. Und wenn mir dann jemand anders über den Weg kommt, dann ziehe ich sie wieder raus. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Spaghetti-Gehirn. Und ich versuche das auch auf den sozialen Medien direkt die Leute zu verknüpfen in meinen Postings, also zu Netzwerken. Und da hatte ich auch letztens eine Diskussion mit der Sandra Freimuth von Hauck Aufhäuser Lampe zu dem Thema ChatGPT, weil ich ja auch Kommunikation mache und PR und Content. Und das sagt, ist man demnächst überflüssig, weil die künstliche Intelligenz kann ja alles schreiben. Ne? Der schreibt ja alle Postings auf den sozialen Medien, wird das komplett automatisiert und dann braucht man keine Social-Media-Leute mehr. Dann habe ich gesagt, ach Quatsch. Auch falls die alles schreibt, das ist ja nicht das Einzige, der gute Content, den man da schreibt, sondern das Wichtige ist ja auch, dass man die richtigen Leute verteckt, dass man die Kommentare macht, dass man wertschätzt, ne? Dass man bei anderen auch liest, kommentiert, teilt und dann teilen die bei dir. Das ist ja auch sehr viel Promotion-Arbeit. Ne? Das unterschätzen viele. Es ist nicht nur Schreiben, also Kommunikation und Social Media ist auch Promotion, ist auch Verkaufen. Ne? Und das wird oft unterschätzt und das kann auch eine künstliche Intelligenz nicht so gleich nehmen, weil das ist ja auch nicht nur online, sondern das ist ja auch wie meine Finfluencer-Events, die sind ja auch haptisch, die sind ja auch im realen Leben und man ist ja 360 Grad, ich nenne mich immer Miss 360 Grad, weil ich immer versuche, alles 360 Grad zu spielen, online, offline, Audio, Video, Foto, Text, ne? Und dann als Pressemitteilung. Ich habe aus Pressemitteilungen habe ich zum Beispiel Content News, Event News, Podcast News gemacht. Würde wahrscheinlich ein normaler Pressesprecher nie machen und ganz schön schimpfen, weil er sagt, es ist nicht newsrelevant. Aber heutzutage muss man einfach seine Informationen spielen, weil es nützt ja nichts zu machen. Das sind so viele Informationen da draußen im Markt und muss man auch mal das Glück haben, da draußen sozusagen seine Zielgruppe zu erreichen. Und da muss man eben meiner Meinung nach viel schießen und quasi damit genug in den Trichter reinkommt, damit genug unten wieder rauskommt. Und da bin ich dann eher so ein kleines Maschinengewehr. Mein Chef Daniel Bartsch hat mich mal seine Geheimwaffe genannt und so eine Promotion Queen. Und das ist so eine Kombination. Aber du sprichst mir aus dem Herzen und wir haben ja auch schon festgestellt, wir haben so viele Übereinkünfte, da bin ich natürlich ganz bei dir. Jetzt macht es uns beiden ja auch unfassbar viel Spaß, um uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber was machen die Leute, die jetzt eben nicht das Fehlen für diese Sichtbarkeit, für die Online-Medien haben, für dieses Netzwerk haben, so wie wir das haben? Was rätst du denen? Trau dich raus, ich glaube an dich. Mhm. Also, es ist ja so, ich mache auch so Personal Branding Seminare so ein bisschen oder auch intern. Ne? Ich versuche immer in meinem Unternehmen alle zum Corporate Influencer zu machen, weil Menschen folgen Menschen und nicht Marken. Das ist einfach so. Ne? Also sehr schwer, einen Unternehmensaccount zum Wachsen zu bringen. Die Menschen folgen auf Social Media einfach gerne den Menschen und lesen gerne die menschlichen Geschichten. Das ist, wie wir wissen, im Fernsehen ist es ja auch jede Story an einem Menschen aufgemacht. Ne? Die Geschichte übers Hotel, die hört man vielleicht von dem Hotelboy, der dort angefangen hat. Und so ist es einfach auf den sozialen Medien. Wir sind einfach immer noch menschlich. Und deswegen ein Personal Branding Seminar, um rauszufinden, für was dieser Mensch steht. Und er hat ja auch Sachen, über die er an der Kaffeetheke spricht und die er auch mit Herzensblut irgendwo gerne vertritt und für die er auch kommunizieren will. Und dann ist es auch glaubwürdig und dann kann der das auch lernen. Man kann Netzwerken auch lernen. Das hat die Priscilla Schelp auch sehr gut beschrieben in dem Buch Become Your Super Self. Die ist nämlich eigentlich keine Netzwerkerin gewesen und hat es komplett gelernt und ist jetzt eine Super-Connectorin. Das kann man schon. Und man kann auch Personal Branding oder auch jetzt Corporate Influencing lernen in diesen Corporate Influencer-Programmen und da auch mitmachen. Und man muss ja jetzt nicht der ganz große Corporate Influencer sein. Aber ich sage schon,
es nicht zu tun, ist meiner Meinung nach sträflich, nachlässig, weil das ist ein bisschen wie bei Google. Ne? Wenn jetzt ein Unternehmen nicht drauf achtet, auf Google und auf die SEO und sagt, eine Website ist mir egal, ne? Ich brauche keine Website, ich habe schon immer so verkauft, das ist doch genauso bescheuert. Mhm. Und wir sind kein Unternehmen, wir sind Menschen, aber die Personaler da draußen, die gucken doch genauso im Netz, was ist denn, wer ist denn das? Und wenn du den nicht findest, dann hat er irgendwie Dreck am Stecken, dann ist der irgendwie komisch oder er ist total introvertiert, denkt man sich dann. Ne? Und das Bild, was man von sich sozusagen in den sozialen Medien, auf LinkedIn, was man von sich zeigt, das ist doch einfach wichtig, das ist doch Eigenmarketing. Ja, auch da sprichst du mir aus der Seele. Ich habe auch übrigens in den Berufskollegialnetzwerken für Einsteiger gerade so Tipps für die Introvertierten, wo du das gerade ansprachst und die so eher vielleicht noch mit, so mit in Beruf gekommen sind, herausgegeben. Wie ist es? Also Sichtbarkeit, Selbstmarketing, Netzwerken, was sagst du, wo sind die Trends eventuell, also wenn du vorausschaust, wo geht's hin? Ja, es wird, also momentan in unserer Zielgruppe ist es LinkedIn, bei den jungen Leuten ist es dann TikTok, Instagram. Es wird neue Kanäle geben, ne? Also wer weiß, ob es irgendwann von LinkedIn abwandert, woanders hin. Also das wird es auf jeden Fall geben. Und genauso, also wir werden nicht mehr so stark durch die Welt reisen und auf Events gehen, eben auch wegen dem Thema Nachhaltigkeit und werden uns halt mehr in den digitalen Räumen im Metaverse treffen. Und das sind die, die es jetzt schon können, eben digital zu netzwerken und das eben auch gut gelernt haben, natürlich im Vorteil. Ne? Und die Sichtbarkeit wird steigen und wird nicht zurückgehen. Davon gehe ich aus, weil irgendwann haben wir ja auch alle Chips und alles ist transparent, ne? Und unser Arbeitgeber und alle wissen, wie viel Sport wir gemacht haben und was wir noch essen müssen oder ne, ob wir schon genug gegessen haben oder nicht. Und irgendwann, wenn man sich die Science Fictions anschaut, ist ja alles, sind ja alle Daten offengelegt, ne? Und die Gesundheit und alles. Und ja. Das ist ein bisschen erschreckend. Ein bisschen bestimmt gerade, das ist natürlich ist immer so die neue Technologie hervorragend, aber manchmal denkt man auch, okay, wo gibt es dann irgendwann auch noch eine Grenze? Ja, natürlich. Also das ist genauso wie unsere Jugend das ja sehr, sehr schwer hat, jetzt auch mit den sozialen Medien und mit der Selbstoptimierung, die für die alle eine Riesenherausforderung ist. So ist es das ja auch für uns, ne? Und man kann sich ja jeden Tag fortbilden und ich liebe lebenslanges Lernen, ne? Aber man könnte ja eigentlich auch gar nicht mehr arbeiten und sich jeden Tag nur digital in allem fortbilden und super optimieren. Und da muss man halt auch Grenzen ziehen. Mhm. Auch für natürlich für sich und für die Familie. Das muss man schon, ne? Ja, du sagst gerade so schön auch die jüngere Zielgruppe, die ist ja auch sehr herausfordernd. Ich frage in meinem Podcast immer einen Ratschlag für dein jüngeres Ich, also nachdem wir jetzt vorausgeschaut haben, vielleicht nochmal zurückschauen und zu einem Moment in einem Alter, du darfst ja aussuchen, wie alt du da warst, was würdest du dir mit dem Wissen, was du heute hast, wirklich für einen Tipp geben? Deinem jüngeren Ich. Ja, naja, was ich eigentlich immer so sage, generell, es ist hoffentlich nicht zu negativ, aber ich sage immer, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Herausforderungen, die man überwinden muss. Mhm. Wer hat gesagt, dass das Leben einfach ist? Ne? Und das ist einfach so, auch wenn das der eine oder andere vielleicht nicht so sieht, ne? Oder der ein bisschen mehr Glück hatte, dass es eben nicht so ist. Und ich sage, sei mutig, ne? Liebe deine Ideen, trau dich, ne? Trau dich raus, ich glaube an dich und lebe deine Träume. Dann erkennst du manchmal auch, sie sind vielleicht nur Schäume. Ich dachte nämlich früher zum Beispiel mit 20, bevor ich die Weltreise gemacht habe, ich möchte unbedingt auf einer Insel leben. Als ich dann auf der Insel gelebt habe, habe ich gemerkt, das ist mir viel zu langweilig. Ne? Also manchmal muss man es auch einfach nur tun, machen, ne? Und nicht so viel Angst haben. Und frisst die Angst, dann stirbt sie auch einen schnellen Tod. Ne? Angst ist das Schlimmste, was es gibt. Und Neid hasse ich auch wie die Pest. Mhm. Ja.
Und better together, lass uns zusammenarbeiten, auch wir Frauen, und für eine bessere Zukunft und uns gegenseitig keine Steine in den Weg legen, sondern einfach gemeinsam mehr erreichen. Ne? Was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Also das ist doch eigentlich das Allerwichtigste. Naja, ich sage immer, alleine bist du schneller gemeinsam, kommst du auch weiter, ne? Letztendlich. Also dieses Weiterkommen, ich glaube, ist auch gerade was in dieser Zeit, weil wir haben ja so komplexe Herausforderungen teilweise, die wir gar nicht alleine schaffen können. Ja, und also es gibt zum Beispiel in der Schule ja dann doch immer manche, die vielleicht nicht so gut sind in der Schule, aber die sind halt dann in ihrem einen besonderen Ding gut. Also meine Tochter hat eine Freundin, die ist eine super Verkäuferin und eine Wahnsinnsmoderatorin in der Schule, hat nicht so toll. Und ich habe immer gesagt, du wirst deinen Weg gehen, du bist die Verkaufssocke. Ne? Ich sehe dich schon als Fernsehmoderatorin. Ne? Und dann hat sie einen Freund, der hatte auch immer ein bisschen Probleme in der Schule, und aber der kann programmieren und alle sagen, du wirst ja richtig reich werden als Programmierer. Ne? Also macht euch keinen Kopf, ne? Das wird schon. Und ich glaube, man muss einfach seine Stärken leben. Mhm. Ne? Stärken. Und jeder hat Schwächen. Und zu denen muss man auch stehen. Ne? Wir können nicht alles. Und wenn man das macht, was man liebt, dann wird man auch erfolgreich. Absolut, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, den Fokus darauf zu richten, nicht was man nicht kann, sondern eben das, was man gerne möchte, was einem Spaß macht, wo die Leidenschaft hingeht, das ist doch auch wesentlich aufbauender. Ich habe letztens gerade gelesen, ich glaube, gestern war es irgendwo, dass eben auch die Kinder viel mehr gestärkt werden dürfen in dem, was sie alles können und was sie tun, so wie du es jetzt eigentlich gerade auch sagst. Ja, definitiv. Und da haben die Schulen natürlich auch noch, die müssen auch im Unternehmertum mehr fördern, ne? Dass man sich eben auch traut zu gründen. Die wollen ja alle, die sind jetzt alle wegen den ganzen Krisen so auf Sicherheit aus und wollen alle nur noch in irgendwelchen Beamtenjobs arbeiten. Das geht natürlich gar nicht für unser Land. Ne? Wir müssen denen einfach mehr Mut geben und wir müssen Kreativität fördern und Unternehmertum fördern und Digitalisierung und auch in Deutschland Gründen leichter machen. Und also da finde ich die ganzen Initiativen wie Startup Kids und so alle ganz toll und Verena Pauster und Konsorten, und das ist einfach wichtig, und gerade das Selbstbewusstsein ist ja bei der Jugend auf die Strecke, wirklich auf in der Corona und so ganz schön auf der Strecke geblieben, und da müssen wir dran arbeiten, ne? Und jetzt sagst du auch gerade Gründen und Startups, vielleicht wenn ich da noch ganz kurz drauf eingehen darf, weil das ja auch eine deiner Zielgruppen ist. Was sind so deine drei Tipps an Gründer, an Startups, was du ihnen mit auf den Weg geben willst, wenn es vielleicht auch gerade um das Thema Marketing geht oder Selbstbewusstsein? Naja, so generell würde ich sagen, immer wieder aufstehen. Mir hat man mal gesagt, als Unternehmer muss man 3 Krisen überstehen und dann hat man es geschafft. Und ich habe 2 überstanden und bei der dritten bin ich dann eingeknickt und bin dann wieder in die Angestelltheit gegangen. Es hat gestimmt, ne, nach 10 Jahren. Ich war 10 Jahre Unternehmer, hatte das Unternehmen zu 100%, nie bei Bankkredit gehabt und bis zu 25 Mitarbeiter, 3 Millionen Umsatz, eigentlich recht gut, aber dennoch. Ne, also ich habe das 10. Jahr dann auch nicht überstanden oder die dritte Krise. Also immer wieder aufstehen. Ne, und es gibt auch viele, die haben auch einige Unternehmen ins Sand gesetzt und dann haben sie es wirklich geschafft. Ne. Sag hier, der Lars Hinrichs ist ein super Beispiel, der hat das auch immer propagiert. Also glaub an dich, ne? Mutig sein. Und es ist eh toll, was du machst. Du förderst Arbeit für Deutschland und Unternehmertum ist super. Und Marketing kommunikationsmäßig, das nicht unterschätzen. Ne? Also ich glaube, Leute, die Marketing und Kommunikation sagen, das brauchen wir nicht und mein Produkt verkauft sich von alleine. Also das ist nicht so. Ne? Das ist definitiv nicht so. Netzwerk und Marketing und Netzwerk von Anfang an. Also das ist auch so ein Thema von der Jugend. Oder sagen wir mal, ein USP von mir. Netzwerk kann man die Jugend nicht nehmen. Ne? Schönheit und Digital Nativeness vielleicht schon. Ne? Aber meine Kontakte und mein Netzwerk, meine Erfahrung eben nicht. Und, Erfahrung kann man nicht anzeigen, sage ich immer. Ja, das Aufbauen, ne? Ja. Das Netzwerk. Netzwerk hilft dir immer. Cool, ja, gibt dir immer was zurück. Und also ich komme aus der Generation, in der, und das ist mir sehr wichtig, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch gelernt, dass man mindestens 3 Jahre in einem Job bleibt, ne, bevor man das Unternehmen verlässt.
Und die Jugend heute ist schon, wenn sie was besser, das haben sie vielleicht manchmal, da möchte ich sagen, fände ich schön, wenn sie nicht gleich zum anderen Event gehen, weil da das, ne, die Einladung dann doch besser ist. Man geht zu dem Event, wo man sich zuerst angemeldet hat und man ist auch pünktlich, ne? Und man ist verbindlich, wenn man was zusagt, dann macht man es auch, ne? Das sind schon Werte, die ich sehr schätze und so eine gewisse, so als Führungskraft sollte man auch eine gewisse Stärke ausstrahlen und auch als Unternehmer sollte man der Letzte sein, der vom Boot geht, wenn es, ne, dem Boot schlecht geht, ne? Man sollte da draufstehen und man sollte für seine Schäfchen da sein. Das finde ich ganz wichtig und das sollte man, diese Rolle sollte man auch haben, auch wenn man vielleicht ein Wachstumsunternehmer ist, der ganz viele weitere Anteilseigner noch hat und es nicht der Unternehmer ist aus dem Familienunternehmen, dem 100% gehören. Trotzdem ist man ja Unternehmer und hat eine gewisse Verantwortung für seine Mitarbeiter und sein Team. Und und da auch in den Zeiten wie diesen, wo viel Homeoffice ist und New Work, echt sich kümmern, da sein, weil man arbeitet doch 8 bis 12 Stunden am Tag als Mitarbeiter und zu Hause ist vielleicht auch im Homeoffice manchmal die Kritik vom Chef ein bisschen schwieriger, ne, per WhatsApp oder gelesen, ne, als wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, da kann man ganz andere Nuancen rauslesen. Also, dass man sich immer ein bisschen mehr Gedanken macht, wenn man kritisiert und so. Ja. Also auch hier wieder dieser persönliche Bezug letztendlich. Ja, hergehen, Fürsorge. Mhm. Ne? Genau. Und bevor wir jetzt gleich zu einer kurzen Frage-Antwort-Runde kommen, aber nochmal ganz kurz, weil da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, möchte ich nochmal ganz kurz wissen und vielleicht kannst du kurz erklären, was machst du jetzt genau bei dem Unternehmen, wo du jetzt tätig bist, bei der Beteiligungsbörse Deutschlands? Was machen die? Ja, also wir machen Eigenkapital verfügbar für den deutschen Mittelstand und für Wachstumsunternehmen. Und zwar Minderheitsbeteiligungen bis zu 49%. In den letzten Jahren haben doch die deutschen Unternehmen einige Krisen durchmachen müssen. Ne? Lieferketten, Inflation, Energiekrise, Krieg etc. Und die Eigenkapitalpositionen sind jetzt nicht mehr ganz so gut. Ein Drittel der deutschen Unternehmen hat ein Eigenkapitalproblem. Und durch unsere Plattformlösung machen wir es einfach, haben wir jetzt einfach eine effizientere Möglichkeit, schnell an Eigenkapital zu gelangen, was wichtig ist, um dann auch wieder von den Banken Kredite zu bekommen und Wachstum finanzieren zu können. Und das Unternehmen ist einfach super zeitgemäß und innovativ und deswegen ist es eine schöne Mission, die ich gerne unterstütze und deswegen bin ich dem Ruf von Matthias Wittenburg und Holger Kruse, einem Joint Generations Team, was ich absolut genial finde. Holger ist 28 und Matthias so in meinem Alter und dann haben sie mich noch mit reingeholt, also auch eine Frau im Team, finde ich natürlich auch toll. Also CTO haben wir auch, ein klasse CTO, also alles dabei. Und wir bringen alle jahrelange Erfahrung aus den verschiedenen Bereichen mit. Und ich denke, das wird spannend. Es wird eine spannende Reise und es ist ein Geschäftsmodell, was der Markt braucht. Und da bin ich gerne dabei und wünsche uns ganz viel Glück. Ja, ich drücke dir die Daumen. Im Mittelstand zu investieren, vor allem wenn hier Unternehmen, also Investoren zuhören, dann registriert euch auf unserer Plattform oder auch Unternehmer. Es geht fix, registriert euch und sagt, wie viel Kapital ihr braucht. 1 Million bis 10 Millionen könnt ihr bei uns bekommen, bis zu 49% Anteile. M&A-Berater binden wir immer mit ein in die Prozesse, also auch die Berater sind nicht ausgeschlossen, sondern mit dabei. Und also das ist das, was wir machen. Ja, ich finde es gut, dass du das, also darum wollte ich auch ganz gerne noch, dass du das kurz erwähnst, weil es eben auch so einen großen Mehrwert hat. Also ich packe es in die Show Notes natürlich, sowohl dein LinkedIn-Profil als natürlich auch den Link zu der Beteiligungsbörse. Für alle, die jetzt die Ohren ganz geschwitzt haben, nehmt Kontakt mit der Birgit auf, schaut euch die Webseite an und kommt in Kontakt und lebt das Thema Netzwerken sozusagen.
Und jetzt kommen wir in der Sache, also die Zeit, die fliegt einfach vorbei. Ich könnte mit dir natürlich Stunden weiterquatschen. Aber wir kommen jetzt zu einer kurzen Frage-Antwort-Runde. Und zwar, die erste Frage wäre, was ist rückblickend gesehen, und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, dein größter Erfolg? Ja, also ich würde schon sagen, dass Chocolate Blue, meine Agentur damals, da bin ich schon sehr stolz drauf. Also 10 Jahre eigener Unternehmer, ohne Bankkredit, bis zu 25 Mitarbeiter, 2 Standorte, da bin ich schon stolz drauf, ja. Ja, das kannst du aber echt sagen. Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Meine Tochter, ja. Und hast du einen Lebensspruch? Ja, Krone richten und wieder aufstehen, ne? Den mag ich. Ja, genau. Und gibt es ein Vorbild? Ja, also in dem Fintech-Bereich ist es auf jeden Fall Miriam Wohlfahrt, die ist a Serial Entrepreneur, tolle Fintech-Lady, hat tolle Unternehmen gegründet und ja, Miriam Wohlfahrt ist mein Vorbild, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Jetzt musst du mir eine Sekunde geben. Kleiner Augenblick bitte. So, da bin ich. Und zwar am Ende des Podcasts zieht jeder immer noch eine Upgrade Yourself Impulskarte. Da wir digitales Gespräch führen, habe ich jetzt die Fingerchen in den Karten. Und wenn du Stopp sagst, dann hole ich die Karte raus, die ich dann gerade geplant habe. Mhm. Stopp. Ja. Oh, das haben wir noch nicht gehabt, das Premiere. Und zwar auf der Karte steht Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das heißt, das ist eine Königskarte oder Königinnenkarte. Da darfst du dir etwas wünschen. Ah. Und darf ich das jetzt sagen oder nicht? Ja, das darfst du sagen, damit wir uns mit erfreuen. Also, welcher Impuls, was würdest du dir wünschen? Gesundheit. Ja, für das meine ist Familie. Schön. Ja. Das ist das A und O letztendlich, ne? In allem. Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich all denen, die uns zuhören. Birgit, ich habe das Gefühl, wir sind Zwillinge im Geiste, sage ich mal so. Alles, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. Finde ich so wunderschön. Ich freue mich so wahnsinnig, wenn wir uns wieder live sehen. Es wird nach 20 Jahren endlich Zeit, aber dieses Gespräch war schon ein kleines Highlight. Ich danke dir sehr herzlich. Ja, also ich möchte mich auch bei dir bedanken und ich denke auch, wir sind Zwillinge irgendwo im auf jeden Fall in unserer DNA und im Herzen und du bist eine super Netzwerkerin und da muss ich dich, nominiere ich dich auch für den Networks Award von der Priscilla. Oh. Ne? Und freue mich, dass wir jetzt doch hoffentlich wieder mehr zusammen machen. Ja. Aber wirklich, ich denke da manchmal, die Zeit vergeht, vielleicht auch für alle, die mir uns jetzt hier zuhören. Eigentlich ist es so sauschade, dass wir in den letzten 20 Jahren gar keinen richtigen Kontakt miteinander haben. Da ärgere ich mich jetzt ein bisschen, nur das ändern wir jetzt. Also für alle, die auch so eine coole Socke irgendwann mal treffen. Ja, haltet Kontakt, nehmt Kontakt miteinander auf oder vielleicht habt ihr jemanden, an den ihr gerade denkt, dann ist vielleicht jetzt mal den Hörer greifen und oder eine Mail schicken und sagen, komm, lass uns mal zusammen ein Käffchen trinken. Ich freue mich auf das Käffchen oder Weinchen oder was es auch immer werden wird mit dir, liebe Birgit. Dankeschön. Danke all denen, die uns zugehört haben. Wie gesagt, in die Shownotes packe ich alles rein und ich sage hartleckere Kutjes und bis bald. Dui. Tschüss. Schlägt dein Herz.